Die FIA Truck Racing Europameisterschaft mit Station Nummer 4 der Saison am Nürburgring in der wunderschönen Eifel. Die deutsche Traditionsrennstrecke, Schauplatz des 34. Truck Grand Prix. Das Highlight des Jahres aus Sicht vieler Fans und für die Rennfahrer Jahr für Jahr pilgern weit mehr als 100.000 Zuschauer in die Eifel. Dabei sein ist alles wie eine große Familie und wir sind schon seit 28 Jahren dabei. Das ist einfach nur ein geiles Gefühl. Das gibt's nur hier, nirgendwo sonst. Dieses hautnahe Feeling, das ist einfach das Entscheidende. Welcome to Nürburgring! Willkommen in der grünen Hölle! Es gab jede Menge Action am Nürburgring. Völlig relaxed. Dagegen der dominierende Fahrer dieser Saison, Jochen Hahn. Der fünfmalige Europameister ist mit einem guten Punktepolster in die Eifel gereist. Der Deutsche im Iveco-Truck mit der Startnummer 1 geht mit 41 Zählern Vorsprung in die vier anstehenden Rennen. Die zweite, Steffi Halm, hat ebenfalls schon die 100-Punkte-Schallmauer durchbrochen. Dahinter Kis Latzko, Albacete, Reinhardt und Lenz. Der EM-Führende und letztjährige Champion ist sich aber der Gefahr bewusst, dass die Konkurrenz nicht schläft und deshalb die Konzentration im Kampf um den sechsten Titel enorm wichtig ist. Wir wollen das Ding hier rocken, klar. Deutschland, deutsche Fahrer, Truck Grand Prix. In Bezug auf die Meisterschaft zählt jeder Punkt. Und ob das ein zweiter, dritter oder vierter Platz ist, es zählt der Punkt. Und den musst du halt machen. Steffi Halm, die einzige Frau, die die gesamte Saison in der ETRC startet, stand 2019 schon sechsmal auf dem Podium. Konstanz, Fleiß und Akribie, bei ihr offensichtlich der Schlüssel des Erfolges. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr einfach ohne Ausfall durchkommen. Ein Sieg wäre natürlich traumhaft, aber muss nicht unbedingt sein. Wichtige Punkte mitnehmen, das ist die Devise. Das gilt auch für Norbert Kiss. Der Drittplatzierte aus Ungarn sieht noch genügend Potenzial, um sich zu verbessern. Er will den Rückstand auf den Tabellenführer Jochen Hahn bei dessen Heimspiel verkürzen. Keineswegs ein leichtes Unterfangen für den Piloten vom Team Tankpool 24. I'm part of a German team. Ja, ich bin ja Teil eines deutschen Teams, Tankpool 24, und das ist toll. Ich freue mich sehr, hier zu sein auf dem Nürburgring beim Heimrennen meines Teams. Viele Tankpool-Fans sind hier und ja, wir sind Dritter in der Meisterschaft, was wirklich gut ist. Wir wollen hier auf dem Nürburgring auf dem Podium stehen und hoffentlich können wir die Position auch im Gesamtklassement halten. Das Qualifying und die Superpole beim Truck Grand Prix immer schon freitags nachmittags, denn das komplexe Programm des gesamten Wochenendes lässt gar keine andere Option zu. Die Sprintstrecke des Nürburgrings, die kürzeste Strecke im Kalender, nur 3,6 Kilometer lang, verspricht Rundenzeiten von deutlich unter 2 Minuten. Und schnellster in der Superpole ist, na wer wohl, Jochen Hahn fährt seine 6. Bestzeit der Saison. Der Mann aus dem Schwarzwald, in der Vergangenheit immer schon schnell am Nürburgring, brennt eine 1:54.782 in den Asphalt. Zweiter, Antonio Albacete, auch wenn er im dritten Sektor inklusive der Schikane deutlich schneller war als Jochen Hahn. Wir waren noch nie Freunde und jetzt hat sie mich wieder von hinten, ich will das Wort nicht ausdrücken, aber sie hat mich wieder erwischt. Also ich war auf meiner, ich habe eine Theoretical Lab, die sehe ich, wo ich bin. Dann denke ich, ja, die wird gut, 3/10 Schikane liegen lassen. Dann denke ich, Mann, wie dumm kann man denn sein, dass die Schikane einen immer wieder erwischt. Irgendwann mache ich den Frieden mit ihr. Ich kann euch aber nicht sagen, wann. Die Startaufstellung für Rennen 1. Jochen Hahn also auf der besten Position bei seinem Heimrennen in Deutschland. Innen an der Boxenmauer. Wie gesagt, die 6. Pole für ihn. Bislang hat er jedes Mal von Startplatz 1 das Rennen auch gewonnen. Und daneben auf Startplatz 2 Antonio Albacete, der spanische Matador im Team von Tracksport Lutz Berner.
Ich werde schon versuchen, hier die zweite Position zu halten. Vielleicht kann ich auch versuchen, um die erste zu kämpfen. Aber mal sehen, ich möchte einfach hier ein fehlerfreies Rennen fahren. In Reihe 2 Sascha Lenz, der Local Hero aus der Nähe des Nürburgrings, auf Position 3. Und Norbert Kiss auf der 4, etwa 3,5 Zehntelsekunden langsamer als Polesetter Jochen Hahn. Auf Rang 5 Steffi Halm, die als Gesamtzweite große Erwartungen an sich selbst hat und vor den heimischen Fans groß auftrumpfen möchte. Alles klar also für Rennen 1 am Samstagvormittag. Viele Zuschauer schon vor Ort, die das Rennen verfolgen wollen. Dann der Start, 25 Trucks. Immer ein besonderer Moment, so viel Motorpower auf dem Weg Richtung Kurve 1. Onboard mit Antonio Albacete, Lenz und Kiss hinter dem Spanier auf den Positionen 3 und 4. Der Sprung ins Cockpit von Adam Latzko-Kosim kracht hier in Steffi Halm rein. Was war denn da bitte schön los? Kein Fahrfehler zu erkennen. Pech für Halm, die doch so sehr auf problemlose Rennen vor dem Wochenende gehofft hat. Jochen Hahn vorne in der Mercedes-Arena, dann Albacete, Lenz und Kiss, während bei Kosims Truck der Reifen vorne rechts gar keine Luft mehr hat. Wir haben am Start gerangelt, unseren Blattfuß eingefahren. In der zweiten Kurve beim Anbremsen hat er sich dann natürlich verabschiedet, das Vorderrad. Kein Bremsen mehr möglich, kein Lenken mehr möglich und somit bin ich mit Steffi kollidiert. So Situationen kommen einfach vor, unglaublich schade natürlich, wenn du selber keinen Fehler machst und dadurch letztendlich dein Rennen dann kaputt ist. Aber gut, können wir nicht ändern. An der Spitze Jochen Hahn vor Albacete und dann Norbert Kiss, der sich vor Lenz geschoben hat. Dahinter Gerd Körber, Mr. Truck Race und Adam Latzko, der Tscheche, auf der 6. Latzkos Teamkollege Olli Janes im Truck mit der Startnummer 22, der Gesamtführende im Grammar Cup am Nürburgring, insgesamt nicht mit der besten Performance, wird hier von Terry Gibbon im MAN-Truck mit der Startnummer 37 eingangs. Der Startziel gerade auf Platz 12 zurückgereicht, muss seinem britischen Landsmann den Vortritt lassen. Und kurz darauf zieht Janes auch gegen den Spanier Luis Recuenco im grün-weißen Truck mit der Startnummer 64 den kürzeren. Recuenco, ja der ärgste Widersacher Janes im Kampf um die Grammar Cup-Meisterschaft. In der Mercedes-Arena holt Janes dann zum Gegenangriff aus. Ganz hartes Manöver des Briten gegen Recuenco, der dafür eine 5-Sekunden-Strafe von den Stewards bekommt. Am Ende nur auf Rang 15. Im Ziel hat Sieger Jochen Hahn knapp 0,7 Sekunden Vorsprung vor Albacete und rund 3,5 vor Norbert Kiss. Während Steffi Halm mit einem Nuller aus diesem Rennen zurück zum Schwabentrack-Zelt humpelt. Verdienter Sieg, verdienter Lohn, Kuss von Ehefrau Diana. Auf der Geraden sieht es weit aus, aber in der Schikane, wenn ich in die Kamera reinschaue, zur Siegerehrung, und da geht der Stift, muss man ehrlich sein. Ja? Und dann natürlich, das war gut, weil du musst immer wieder reinfinden in die Konzentration, keinen Fehler machen und das ist Reising. Von außen sieht es easy aus, im Rennauto. Harter Kampf. Siebter Saisonsieg für Jochen Hahn, der damit seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf seine Verfolger ausbaut, was auch das Rennergebnis nochmal verdeutlicht. Auf Rang 8 Anthony Janiek, der Franzose vom Lion Truck Team, auf der Pole Position damit in Rennen 2. Und auf der zweiten Seite Olli Janes nur auf Rang 15. Der Grammar Cup-Führende lässt wichtige Punkte liegen. Und dieses Mal gibt es auch eine dritte Ergebnisseite mit Platz 21 für Jennifer Janiek, der jüngeren Schwester von Anthony. Die Französin fehlt aber noch in der brandneu erschienenen Rennsimulation der ETRC, die am Nürburgring der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und von den ETRC-Rennfahrern gleich auf Realitätsnähe getestet wurde. Ein Riesenspaß für alle, die dabei waren. Ja, manchmal fahre ich mit Simulatoren. Ich komme dann so gerade über die Runden. Also nein, es ist schon ziemlich gut. Die Leute werden es bestimmt genießen. Es ist ziemlich real. Besonders wichtig war den Entwicklern, dass die Piloten im Simulatorsitz das Gefühl haben, als würden sie in einem richtigen Racetruck sitzen.
wie Sebastian Vaxin von der Softwarefirma Big Ben erläutert. Wir wollten haben, dass du das Gewicht des LKW spürst. Wir wollten auch einige spezifische Dinge haben, zum Beispiel die Bremsen. Um diese Art von LKW anzuhalten, muss man spezielle Bremsen verwenden. Und sie werden natürlich auch hier sehr heiß, also musst du etwas Wasser auf deine Bremsen sprühen, um sie abzukühlen. Wenn nicht, kannst du das Rennen nicht beenden. Beim ETRC Simulator Game können die Spieler aus den offiziellen Trucks der Saison 2018 wählen. Nahezu alle Strecken der ETRC sind originalgetreu nachzufahren. Die meisten Rennfahrer haben sich beim Test natürlich selber ausgesucht. Zurück in der Realität. Startaufstellung für Rennen 2. Eine der besonderen Art, denn zum Truck Grand Prix Nürburgring gehört der Gridwalk dazu, wie das Bier zur Grillwurst und die Trikes natürlich auch. Zur großen Freude der Rennfahrer, die samstags und sonntags eine Runde mitfahren dürfen. Für Adam Latzko und seine Frau Katharina ein Moment der Zweisamkeit. Auf der großen Bühne Nürburgring, kurz vor dem zweiten ETRC-Rennen des Wochenendes. Der Tscheche steht dank Reverse-Grid-Modus in seinem Bugira Freightliner auf Startposition 3. Vor ihm in Reihe 1 der Portugiese José Rodrigues auf Startposition 2 und der Franzose Anthony Janiek im gelben Lion Truck mit der Startnummer 6 auf der Pole. Beide nicht zu unterschätzen. Ich hoffe, ich habe den besseren Truck und muss versuchen, das zu nutzen. Ich hoffe, dass ich dann auch nach vorne fahren werde. Und auch vor dem zweiten Start die Tribünen wieder voll. Die Racetrucks in Reihe 1. Janiek und Rodriguez fast gleich auf. Dahinter Latzko, der mit seinem weißen Bugira die Lücke sucht, sich aber zunächst zurückhält. Onboard beim Tschechen. Links Rodriguez, rechts Janiek. Power Oversteer beim Portugiesen im blau-gelben Truck, der dadurch dafür sorgt, dass er und der Franzose kurz von der Ideallinie rutschen, was der alte Fuchs Adam Latzko sofort ausnutzt und an beiden vorbeizieht. An Bord bei Norbert Kiss, an siebter Stelle direkt hinter Jochen Hahn. So geht's durch die Mercedes Arena und dann raus Richtung Kurzanbindung. Norbert Kiss versucht's gleich außen herum. Mit Geschwindigkeitsüberschuss kann sich letztlich dann an Lenz und Hahn vorbeischieben. Der Ungar nach dieser Aktion also Fünfter. Während Teamkollege Fabio Cittignola, der junge Deutsche, den Truck mit der Startnummer 24 vom Team Tankpool 24 mit einem Federproblem ganz früh abstellen muss. Runde 3, Janiek auf Position 4, dahinter Norbert Kiss. Der Ungar sieht hier gleich seine Chance, während Janiek die Kurve von außen anfährt. Die Kollision unvermeidbar. Janiek wird von Kiss umgedreht. Da haben sich zwei wohl einfach irgendwie nicht verstanden. Eigentlich dachte ich, dass er ein technisches Problem oder irgendein anderes Problem hat und er will uns vorbeilassen. Und deshalb ziehe ich rein und bleibe dann auch innen. Aber er kommt von außen wieder zurück und wir kollidieren. Es war einfach ein Missverständnis. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass Norbi sehr optimistisch war. Wir haben nicht verstanden, warum er dachte, ich würde die Tür offen lassen. Dann kam es zum Zusammenstoß, der mich sozusagen auf der Stelle komplett einmal um 180 Grad gedreht hat. Und ungefähr 20 Racetrucks sind dann links und rechts an mir vorbeigefahren. Leider hat dann ein weiterer Crash dazu geführt, dass uns die ganze Front und die Aufhängung vorne kaputt gegangen ist. Shane Brereton, der Brite, der sein ETRC-Debüt diese Saison erst am Nürburgring gibt, sieht den im Weg stehenden Franzosen zu spät, kracht in Janiek rein. Aus, Ende, vorbei für beide. Und Adam Latzko, der seit fast einem Jahr kein ETRC-Rennen mehr gewonnen hat, der hat Ende von Runde 10 einen komfortablen Vorsprung herausgefahren, während hinter ihm Rodriguez, Lenz und Hahn sich um die Positionen 2 bis 4 streiten. Anfang Runde 11 geht zuerst Lenz am Portugiesen vorbei und in Lenz Windschatten kann sich dann auch Jochen Hahn letztlich vor der ersten Kurve vorbeibremsen. Gut zu sehen, aus der Kamera vom Heck von Jochen Hahn.
Der Mann im blau-gelben Truck wird bis Rennende von Antonio Albacete gejagt. Rodriguez kann Rang 4 bis ins Ziel retten. Die Schwabentruck Renn-LKW im Gleichflug über die Grand Prix-Strecke. Halm vor Körber. Die Deutsche holt wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Genauso wie Latzko, der ausgerechnet am Nürburgring seinen Siegflug beendet. Zweiter Sascha Lenz, dritter Hahn, die beide dann eine gute Show für die Zuschauer liefern. Das Rennen macht einfach das aus, dass ich glaube 150.000 Karten verkauft werden, davon 100.000 oder 120.000 auf der Tribüne sitzen und richtig Radau machen, wenn wir da ankommen. Und das ist natürlich das Geile daran. Dem ganzen Bugira-Team ist wohl eine tonnenschwere Last von den Schultern gefallen, dank Adam Latzkos Erfolg, zumal nach der Sommerpause die Rennen im tschechischen Most auf dem Programm stehen. Der Sieg am Nürburgring, für Latzko etwas Besonderes. Im Überblick die Positionen 1 bis 21 des zweiten Rennens beim Truck Grand Prix in der Eifel. Dem Sieger Adam Latzko fehlten ob des Erfolges jedenfalls ein bisschen die Worte. Ja, immer wenn du am Nürburgring gewinnst, ist es echt cool. Fühlt sich gut an. Die Rennen, beste Unterhaltung für die Zuschauer, die natürlich jedes Jahr immer wieder aufs Neue in der Müllenbach-Schleife auch das Konzerthighlight des Truck Grand Prix erleben möchten. Tom Astor, deutsche Country-Legende, spielt und singt vor vielen tausend Fans seine größten Hits, um dann die große Truck-Familie mit dem Mega-Feuerwerk in die Nacht zu entlassen. Die Fans träumen dann schon vom Sonntag, denn auch dann gibt's wieder ein volles Programm mit Qualifying, Super Pole und ETRC-Rennen. Jochen Hahn erneut auf der Pole-Position. Neben ihm Norbert Kiss auf Startposition 2. Der Ungar zuletzt mit wenig Glück, wenn er von dieser Position ins Rennen starten musste. Wie ihr wisst, ist der Start nicht der beste bei uns, also werde ich versuchen, hier mein Bestes wiederzugeben und auf einen Schubser von hinten hoffen. Auf Startposition 3 Antonio Albacete, auf Rang 4 Sascha Lenz. Also genau die vier Truck Racer, die auch am Samstag die ersten vier Positionen unter sich verteilt haben. Das Zuschauerinteresse enorm. Das Feld der 25 Trucks, wie immer angeführt vom Pace Truck aus dem Hause Mercedes-Benz, der Actros der dritten Generation, das Führungsfahrzeug in der Einführungsrunde, hinter dem sich alle Trucks brav einsortieren müssen, bevor die Ampel auf grün springt. Die Gewalt der 1200 PS starken Renntrucks lässt nicht nur den Asphalt am Nürburgring gehörig beben. Auf der Stadtzielgeraden die Trucks so dicht beisammen wie sonst nie. Am Heck von Norbert Kiss, direkt dahinter Sascha Lenz. Anbremsen aus 160 km/h. Kiss und Lenz steigen extrem spät in die Eisen. Der Ungar, leicht angeschoben vom Deutschen, muss den weiten Weg nehmen, während Lenz so gerade noch um die Kurve kommt. Kiss danach fast am Ende des Feldes, direkt hinter Anthony Janiek, mit dem er ja im Rennen zuvor genau an dieser Stelle hier eine folgenschwere Kollision hatte. Dieses Mal aber geht alles gut bei den beiden, während Theo Calvé und Jamie Anderson im weißen Truck mit der Startnummer 7 im Bereich der Mercedes Arena kollidieren. Ich wünschte mir eigentlich einen Schubser am Start und nicht beim Anbremsen. So bin ich also in Kurve 1 weit raus. Das ist natürlich schade und ich bin auf Position 15 oder so zurückgefallen. Die Top 10, angeführt von Jochen Hahn, haben sich Mitte Runde 1 sortiert, während ab Rang 11 der harte Kampf um die besten Grammar Cup Plätze heftig tobt. Janes, Cittignola, Gibbon und direkt dahinter Norbert Kiss. Janes vorbei an Erwin Klein-Nagelfort, dem einzigen Niederländer in der ETRC. Ganz vorne Jochen Hahn, dann Steffi Halm auf der 2 und Albacete, die deutsche Truck-Lady, vielleicht heute mit etwas mehr Rennglück als tags zuvor. Und Norbert Kiss, der muss sich durchkämpfen in der Schikane hier gegen Klein-Nagelfort, der den Notausgang nimmt. Genauso wie Terry Gibbon, der in Runde 3 seinen Truck mit technischen Problemen abstellt, die Folge doppelt gelb an dieser Stelle. Wir sind schon in Runde 5, das heißt wieder freie Fahrt zwischen
Kosim und Kiss tobt der Kampf um Rang 8, der ja so enorm wichtig ist, weil der 8. im folgenden Rennen von der Pole Position starten darf. Aber erst in Runde 8 ist es soweit. Norbert Kiss zieht an André Kosim vorbei, der Mercedes-Truck in der Mercedes-Arena. Mit der besseren Linie, Kosim spielt fair mit, hat wohl noch die Bilder vom Vortag im Kopf, als Zhanjek an dieser Stelle der Leidtragende war. Und ein weiteres Duell dieses Rennens heißt Latzko gegen Lenz. Der Deutsche probiert es hier fast pausenlos, kommt aber trotz aller Bemühungen nicht vorbei am Tschechen im Bukira Freightliner. Antonio Albacete dagegen zieht hier vorbei an Steffi Halm, die unter Beobachtung der Rennleitung steht. Wegen zweimaligen Overspeedings muss sie eine Durchfahrtsstrafe antreten. Jochen Hahn lässt sich Sieg Nummer 8 am Ende nicht mehr nehmen, überquert vor Antonio Albacete die Ziellinie. Und Steffi Halm tritt doch noch ihre Durchfahrtsstrafe an, aber zu spät. Die Iveco-Pilotin wird mit einer Zeitstrafe insgesamt 40 Sekunden bedacht. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber natürlich im Ergebnis fürs Rennen und für die Punkte natürlich eine Katastrophe. Jochen Hahn erneut mit einem Start-Ziel-Sieg und weiteren 20 Zählern auf dem Habenkonto 2019. Albacete Zweiter, Latzko Dritter, der Tscheche profitiert vom Pech Steffi Halms. André Kosim auf Rang 8, auch er eine Position nach vorne gerutscht durch die Bestrafung von Halm. Und Olli Janes auf der 11 mit seinem besten Ergebnis des Wochenendes. Mit 8 Siegen in 15 Rennen darf Jochen Hahn jetzt schon ganz fest vom 6. Titel träumen. Das ist weit, in weiter, weiter Ferne. Das vergessen viele. Ich habe die letzten 4 Runden ein kleines technisches Problem gehabt. Hat man von außen nicht gesehen, hat auf die Rundezeit nichts ausgemacht. Aber ich habe gedacht, oh, es könnte auch so sein, dass ich ausfalle. Und das liegt alles so nah beieinander und das vergessen viele. Und von dem her Punkt für Punkt weiter nach vorne und ausbauen und siegen. Und wenn es dann soweit ist, dann machen wir ein Fass auf, das ist ja klar. Zwischen Siegerehrung Nummer 3 und Rennen Nummer 4 bleibt dann ein wenig Zeit, um sich im Fahrerlager umzuschauen und dem Song Der wilde, wilde Westen von Truckstop zu lauschen. Riesenstimmung überall. Zurück auf der Strecke. Norbert Kiss erneut auf Position 2, auf der Position, die ihm bislang in dieser Saison so wenig Glück gebracht hat. Reihe 2, Reinhardt und Körber. Mr. Truck Race froh, dass die schweißtreibende Angelegenheit so langsam ein Ende findet, während Lenz und Hahn gerne wohl noch ein Podium mitnehmen möchten. Genauso wie Adam Latzko, der nach seinem Sieg tags zuvor äußerst gut gelaunt scheint. Polesetter André Kosim beim Start eindeutig der Schnellste, während Norbert Kiss eine Viererreihe Reinhardt, Lenz, Körber, Latzko ein bisschen ausbremst. Hinein in den Haken nach Start und Ziel dieses Mal kommt Kiss allerdings gut rum und Albacete schnappt sich von 7 gestartet gleich Position 3. Onboard am Heck von André Kosim, der endlich mal wieder ein ETRC-Rennen anführt. Latzko und Hahn auf Position 8 und 9. Und Achtung, am linken Bildrand hier rollt Steffi Halm schon wieder aus. Probleme mit der Lenkung. Rabenschwarzes Wochenende für die Frau, die vor dem Nürburgring auf Rang 2 der Gesamtwertung lag. Runde 6. Kiss hetzt Kosim in einen Fehler eingangs der Schikane, den der Champion von 2014 und 15 natürlich sofort ausnutzt und am jungen Deutschen im gelben Iveco vom Team Don't Touch Racing vorbeizieht. Norbert Kiss übernimmt also hier die Führung. Der Konter von André Kosim auf der Start-Ziel-Geraden kurz danach verläuft ohne Erfolg. Dahinter ab Platz 4 wird's eng. Körber vor Reinhardt, Hahn, Latzko und Lenz. Den Sieg aber lässt sich Norbert Kiss nicht nehmen. Gewinnt Rennen Nummer 4 am Nürburgring mehr als deutlich mit über 6,5 Sekunden Vorsprung vor Kosim und Albacete. Und den Pokal für den Sieger gibt's aus den Händen von Renndirektor Tony Itten. Ungarn, Deutschland, Spanien, also auf dem Podium.
Die Top 10 des Rennens allesamt ETRC-Piloten. Auf der zweiten Seite ganz oben Fabio Cittignola, der junge Deutsche, gewinnt die Grammer-Cup-Wertung, feiert seinen ersten Saisonsieg. Auch er startet ja für Tankpool 24, sozusagen ein Doppelsieg für das Team aus Nürtingen in der Nähe von Stuttgart. Es war ein hartes Wochenende, eine harte erste Saisonhälfte, aber mit diesem Sieg, denke ich, ist es jetzt eine gute Möglichkeit, in die Sommerferien zu fahren. In der Gesamtwertung baut Jochen Hahn seine Führung aus, hat jetzt 67 Punkte Vorsprung vor. Albacete dahinter, Latsko Kiss Halm auf 5 und Lenz ein Quartett in Lauerstellung. Die zweite Saisonhälfte, sie kann also kommen. Hoffentlich dann mit so viel guter Laune, fannahen Rennfahrern und vielen begeisterten Fans wie am Nürburgring. Wenn man natürlich ein Truck-Fan ist, dann ist das einfach das Mekka hier, würde ich sagen. Ne? Wenn du einmal hier bist, du bist eingesteckt, du kommst immer wieder. Ich sag mal so Rosenmontag bei uns und halt eben hier Truck Grand Prix, das sind die höchsten Feiertage im Jahr.